Herzlich willkommen, schönen guten Morgen zu unserer Fachtagung der Resilienz auf der Spur. Mein Name ist Nicola Tofaute. Ich werde Sie zusammen mit meinem Leitungskollegen Uwe Ilau hier heute durch den Tag begleiten. Ja, jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Frau Krüger vom Jugendministerium begrüße ich jetzt. Viele Kinder und Jugendliche meistern Konflikte, Misserfolge oder traumatische Erfahrungen, obwohl ihre Lebensbedingungen nicht gerade einfach sind. Also stellen wir uns die Frage, was macht Kinder so stark? In der heutigen Fachtagung werden wir diesen spannenden Diskurs vertiefen können. Resilienz ist Mode. Seit 4 Jahren, 5 Jahren wabert es nach und nach nicht nur in die Fachdiskussion, sondern auf die öffentliche Diskussion. Und manchmal denkt, wenn ich Resilienz bin, das ist ein Allheilmittel, um mit allen Fairnessen des Alltags und des Lebens umzugehen. So ist es natürlich nicht. Es ist eigentlich alles andere als einfach. Es ist eher komplex und kompliziert, wenn man sich nicht sehr ausführlich damit auseinandergesetzt hat. Und die Meinungen gehen natürlich auch auseinander darüber, was unter Resilienz zu verstehen ist. Ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal, eine gegebene Größe oder eher das Ergebnis der Bewältigung von Belastungen, wenn günstige Bedingungen zusammentreffen. An dem Thema Resilienz interessiert mich ganz bewusst der geschlechtergerechte Aspekt. Und da haben wir natürlich was mit zu tun. Ich arbeite im Frauenreferat der Evangelischen Kirche von Westfalen. Und ja, an den positiven Kräften von Frauen und Mädchen anzusetzen, das versuchen wir in der Bildungsarbeit. Und von daher prägt mich das Thema und begleitet mich das Thema auch. Also ich arbeite seit 15 Jahren in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und da hat man jeden Tag mit diesem Thema zu tun. Natürlich jetzt hier in der Tagung wird das jetzt auf einer theoretischen Ebene sehr viel drüber gesprochen, aber in der praktischen Arbeit seit von Beginn an. Also das gehört mit zur praktischen Arbeit. Ja. Also direkt habe ich damit nichts zu tun. Ich komme halt nicht aus diesem Bereich, aus dem pädagogischen Bereich. Ich bin hier, um mir die Veranstaltung einmal ganz als Außenbetrachter anzuschauen. Aber ja klar, ich glaube, jeder hat mit dem Thema Resilienz zu tun. Und also bei den Vorträgen habe ich viel über mich und meine eigene Entwicklung nachgedacht und so die Leute in meinem Umfeld. Ganz ehrlich, ich freue mich jetzt nach dem ziemlich kopflastigen Vormittag, in dem viel geredet wurde, viel überlegt wurde, dass jetzt gleich ein Workshop kommt, den ich besuchen werde, der, glaube ich, etwas praktisch orientiert ist und den Körper mehr in den Blick nimmt. Ich erwarte, dass man sich jetzt noch in dem Workshop austauscht und mit vielen verschiedenen Arbeitsfeldern, das habe ich schon gesehen im Vorfeld. Es sind Lehrer hier, es sind Sozialarbeiter auch in offenen Türen hier und Sozialarbeiterinnen, es sind aus Beratungsstellen Menschen hier, dass man sich austauscht und da versucht, einfach mal in die Arbeit des anderen oder der anderen halt einfach mal ein bisschen Einblick zu kriegen. Ja, durch die zwei Fachvorträge habe ich schon einige Impulse bekommen. Zum einen die Frage, wer definiert eigentlich, ob jemand resilient ist und
mit welchem Blick schauen wir auf die Leute? Müssen die in unserer Struktur, in unsere Struktur passen und sind sie dann fähig, ihre Kräfte auch wirklich zu leben? Oder wer beurteilt das eigentlich? Und darüber denke ich noch weiter nach. Und auch die Frage, wie gehen wir mit dem Status um? Also wie lösen wir eigentlich unser Statusdenken auf, um wirklich die Talente von vielen, die da vor uns sind, auch nutzen zu können? Also eine wichtige Erkenntnis ist eigentlich, dass Kontinuität in der Arbeit sehr wichtig ist. Kontinuität heißt eine sichere Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und wir sehen das halt in vielen Städten im Ruhrgebiet, dass diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, weil in vielen Städten Jugendhäuser geschlossen werden, Stellen gestrichen werden. Und da ist die Erkenntnis, die ich jetzt hier aus diesem Workshop gewinne, dass wir uns mehr auch noch in den Städten einsetzen müssen, dass dieser Stellenschwund aufgehalten wird und auch die Arbeit weiter aufgewertet wird.